Hallo, meine lieben Kreativlinge. Jetzt sehe ich diesen Fleck. Da ist er. Da. Der geht aber nicht weg. Ich kriege den nicht weg. So, jetzt passt auch meine Kameraeinstellung wieder. Irgendwie war da jetzt was gerade verkehrt, aber der Fleck geht trotzdem nicht weg. Auf jeden Fall, ich dürfte mir aus der Kooperation mit Globaland, dürfte ich mir ein paar Sachen aussuchen. Und ich habe mir die jetzt vorgenommen. Und heute Nacht sind mir noch zwei weitere Ideen gekommen. Aber die kommen dann quasi, wenn meine Soll-Videos vorbei sind. Aber ich möchte natürlich die Ideen noch umsetzen. Auf jeden Fall, die haben die Nummer. Ich werde auch nochmal alles in der Infobox verlinken. Mit einem Rabattcode für euch, der Natta10 ist. Und mir ist letztens erst aufgefallen, als ich das Video abgedreht habe, auch für die Kooperation, dass Natta anhört wie die Natter. Wie die Schlange. Ich bin ja auch eine Schlange, ne? Würden jetzt einige behaupten hier vor der Kamera. Bin ich mir sicher. Auf jeden Fall habe ich zwei Karten damit gemergelt und heute Nacht eben noch zwei weitere Ideen gehabt. Aber zuallererst die. In der Kamera sieht man das tatsächlich relativ schwach. Aber man kann es hoffentlich erkennen. Ich brauche erstmal einen Kartenrohling. Ich weiß gar nicht, habe ich den schon zurechtgeschnitten? Nee. 14,5 mal 21 und auf der langen Seite wird gefalzt bei 10,5. Dumm die dumm. So, einmal gefalzt. Dann brauche ich einen Aufleger. Den haben wir noch gar nicht hergeholt. Seht ihr mal. Der hat die Maße 10 mal 14. Und ich hoffe, die Hintergrundgeräusche sind nicht zu laut. Aber hier zieht es gerade so ein bisschen durch. So ein bisschen frische Luft. Oh, jetzt wird es wieder Zeit zum Wechseln der Klinge. Langsam. Und das präge ich mir jetzt einmal. Der ist leider nicht von Globaland. So ein Prägefolder, fragt mich nicht. Ich weiß gar nicht, haben die Prägefolder? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, müsste ich nachgucken. Schniepsel. Schauen wir mal. Eigentlich ist es bei dem hier wurscht, wenn ich das aufklebe. Ah ja, genau, gestern habe ich noch ein Video aufgenommen. Mit der Kooperation. Stimmt, ich habe gerade überlegt, ich habe gestern, ich habe irgendein Video aufgenommen, wusste aber nicht mehr welches. Will nicht raus. Machen wir es halt so. Dann habe ich hier einen Aufleger ausgestanzt. Das ist eigentlich von der ATC. Also das ist genau ATC-Größe. Aber das ist ja völlig egal, das weiß ja die ATC nicht. Oder die Standschablone nicht, dass es nur eine ATC-Standschablone ist. Laber, laber, laber. Ihr seht ja nur diesen kleinen Ausschnitt. Und wenn ihr sehen könntet, wie es aktuell links und rechts von mir aussieht, da ist mein Handy. Da schaue ich nebenbei Videos, dann Pinselfarben und Glitterdrops und hast du nicht gesehen, alles da. Weil ich mal wieder an fünf Sachen gleichzeitig arbeite. Ungefähr in die Mitte hin. Und dann nehme ich mir mein Blümelein. Das hier.
nehme Worn Lipstick und färbe mir das so ein bisschen, nur so quasi am Anfang der Blumen ein. Also nicht ganz oben, sondern wirklich nur so ein ganz kleines bisschen. Dann nehme ich Rustic Wilderness und mache auch so ein bisschen die grünen Stänglis, grünen Blätter, was halt so grün ist. Mix halt auch nicht komplett. Übrigens in dem Set sind zwei Blumen. Na, die eine schaut ausgestanzt so aus und die andere so. Und dann ist noch ein Blatt irgendwo drin. Ah ja, genau, das liegt hier. Und zwei Schmetterlinge. So, dann nehme ich hier ein Stück Restepapier, nehme ebenfalls die Farbe Rustic Wilderness und färbe mir das Papier so ein bisschen ein. Auch nur so sporadisch. Und das stanzen wir jetzt mal aus. Davon brauchen wir zwei Stück. Eins habe ich ja schon gemacht. Das werde ich so nicht durchkriegen. Andersrum. Ich war kurz abgelenkt vor den Nachbarskindern draußen. So, die Innenteile werden rausgemacht. Deswegen fand ich die so schön. Weil ich habe viele Blumenstandschablonen, aber eben noch keine filigranen bzw. Outlines. Oder zumindest wüsste ich es nicht. So. Dann widmen wir uns dem Blümelein. Da mache ich jetzt quasi nur in der Mitte hier drauf. Weil die sonst so ein bisschen abstehen. Aber trotzdem, dass es hält. Quasi. Dass so der Mittelpunkt von den Blumen, also quasi hier, quasi und hier, dass ich da so, ja, Kleber hinmache. Dass es halt nicht so aufgebatscht ist, sondern wirklich so ein bisschen absteht. Und die Blätter schiebe ich hier drunter. Einmal hier. Und einmal hier. Ja, da werde ich dann nochmal Kleber hinmachen. Halt. Na, jetzt klebt es an meinem Finger anstatt da. Und dann kommt noch ein Die-Cut drauf mit einem 3D-Pad. Und dann wäre die erste Karte auch schon fertig. Wo ist mein spitzes Ding da? Das wäre die erste Karte. Jetzt machen wir die zweite Karte. Und zwar, ja, ein bisschen Vintage. Ein bisschen so angehaucht. Total simpel, total einfach, wie man sieht. Braucht nicht viel, aber ich finde die trotzdem sehr hübsch. Da brauche ich jetzt auch erstmal ein Kartenrolling in denselben Maßen. So, 10,5.
aufgefallen. Schauen wir mal. Ja. Weil das ist Cardstock, der hat nämlich zwei verschiedene Brauntöne. So. Das war mein Handy. Dann nehme ich eine alte Buchseite und fange jetzt erst einmal an dem Rand abzureißen, weil ich will reine Schrift haben. So, und dann schaue ich mal. Ich brauche meinen Stift. Ungefähr hier. Und ungefähr hier. Ja, denke ich, ist okay. Dann nehme ich Vintage Photo. Photo? Doch, müsste das sein. Ein Fingerschwämmchen. Und färbe mir den Rand nochmal so ein. Halt. Das klebe ich jetzt einmal auf meine Karte. Ja, Kamera läuft noch. So, dann nehme ich mir zwei Farben, einmal schwarz, einmal weiß. Die stehen schon jetzt einen Tag. Kann ich wieder ein bisschen aufräumen und dann kann ich mich an die nächste Idee setzen. Dann kommen so ein paar Sprenkler drauf. Dasselbe mache ich mit Schwarz. So. Müsste es eigentlich noch trocknen, aber dafür haben wir keine Zeit. Dann machen wir es halt so. Dann habe ich eben die Blume ausgestanzt in weiß und dann machen wir dasselbe Schauspiel. In den Mitten, also in den Blütenstempeln, bringe ich einmal Kleber auf, dass die auch wieder so ein bisschen haben ist, dass die nicht so platt gedrückt wird. Oder halt so platt aussieht. So. Mache ich ebenfalls wieder einen Die-Cut drauf. Wie gesagt, ich habe noch zwei andere Ideen. Schon, ob ich mich da gleich dahinter setze. Die anderen Sachen möchte ich ja auch noch benutzen. Und ein paar Glitzersteinchen. Was sind sie denn? Da sind sie. Immer eine ungerade Zahl aufkleben, das ist fürs Auge besser sichtbar.
Oder es nimmt das Auge angenehmer wahr als eine gerade Anzahl. Klingt doof, aber ist so. Immer eine ungerade Zahl aufkleben an Glitzersteinchen. Oder embellish, also halt, ne, so dick gedönsi. Sie. Es nimmt das Auge viel besser, schöner wahr. Da hätten wir dann eine Vintage-Karte. Zwei verschiedene Karten. Da sind ja auch zwei Blümchen drin. Aber zwei grundverschiedene Karten. Wie gesagt, ich habe noch zwei Ideen. Mal schauen, ob ich mich gleich hinsetze und erstmal. Nee, ich muss erstmal alle Sachen aufräumen und zusammensuchen. Aber das wären die Ideen mit diesen Blümchen jetzt gewesen. Jetzt will ich ja noch die anderen Sachen noch verwursteln. Aber alles mit der Zeit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.